Ja, hallo Mike, vielen Dank für die heutige Case Study Session. Schön, dass du da bist. Ich würde vorschlagen, wir starten da direkt ins Thema rein. Vielleicht fangen wir damit an, dass du mal ein kurzes Intro zu deiner Person gibst und in weiterer Folge natürlich auch zum Unternehmen BVE. Bitte, Mike. Servus Klaus, danke, dass du mich eingeladen hast zu deinem Termin, freut mich sehr. Zu meiner Person, mein Name ist Michael Unterreger, ich bin Interimsmanager bei der Firma BFE, Build for Eternity. Wir sind ein Startup-Unternehmen mit Sitz in Bischofshofen. Die Idee von Johann Bruckner, Unterkonstruktionen für PV-Anlagen zu machen, die was eben normkonform sind, den Schneeschutz erfüllen und das Ganze ein bisschen innovativer zu gestalten. Wir gehen direkt auf die Dachlattung und können dadurch größere Sporenabstände überwinden und haben einen klassischen Vorteil in der Montage und in der Qualität für das Ganze. Ich finde das Thema ja wirklich spannend. Es ist ja sehr aktuell, das Thema PV. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Abriss geben. Wir haben ja zwei Videos für euch produzieren dürfen. Zum einen ein Montagevideo für Schulungszwecke und zum anderen ein Verkaufsvideo in 3D. Vielleicht kannst du es inhaltlich ganz kurze Beschreibung von beiden Videos geben. Also ich fange an mit dem Montagevideo. Der Hintergrund für das Montagevideo war das, wir wollten mit unserer neuen Innovation das den Handwerkern, sei das jetzt Solateur oder Dachdecker, draußen so einfach wie möglich machen. Also sprich, wir haben die kompletten Montagesachen, den Ablauf komplett genau erklärt und das Ganze ja klar visualisiert, dass für den Kunden draußen von uns gar keine Fragen mehr offen sind. Und natürlich der große Vorteil von der Digitalisierung durch das 3D-Video ist, ein klassischer Handwerker hat nur sein Handwerksbuch, wo er eben nachschaut, wie wird das Ganze eben montiert. Und da haben wir uns eben entschlossen, okay, mit dem 3D-Video das Ganze kurz und knapp und einfach zu machen. Jeder hat halt sein Handy mit, der schaut sich das Video an und das Ganze ist selbsterklärend. Ja, ich kann mich gut erinnern, ich kenne diese Handbücher, sind meistens dicke Schwarten mit viel zu kleinen Texten, die nicht wirklich einladen, dass man wirklich sich alles bis ins kleinste Detail durchliest. Da ist natürlich ein 3D-Video wesentlich komfortabler. Erzähl uns vielleicht noch ein wenig mehr über die größten Herausforderungen eher allgemeiner Natur beim Thema Schulung von Mitarbeitern oder Personal. Ja, das war ja, danke für den Hinweis, Klaus, das war ja ein großes Thema, was wir gehabt haben, okay, wie können wir in kurzer Zeit eine große Reichweite erzielen, also sprich eben Kunden wie Solateure oder Dachdecker oder unsere eigenen Monteure, wie können wir die in kurzer Zeit das klar und verständlich schulen, dass man nicht auch immer alle zusammenholen soll für Schulungszwecke in Hotels. Das war eben die große Herausforderung. Wir haben zum Beispiel in Salzburg die ganzen Dachdecker eingeladen, haben unser System vorgestellt und haben unser Montagevideo, eben was ihr für uns gemacht habt, abgespielt. Und es sind von 65 Leuten, was anwesend waren, ist keine einzige Frage gekommen zu diesem Montagevideo. Also war absolut klar. Ist das sehr spannend, ja. Weil es ja doch ein komplexer Ablauf ist. Ich meine, ich kann mich erinnern, wir haben da schon jeden einzelnen Montageschritt exakt visualisiert und beschrieben, um eben da Komplexität rauszunehmen. Freut mich umso mehr, wenn ich dann höre, dass nur sehr wenige Fragen dann offen bleiben. Das war eigentlich das große Ziel, was wir verfolgt haben mit der Produktion. Unser größtes Highlight war die Messe in Wels, wo der Johann Bruckner und ich vor Ort waren und wir einfach gemerkt haben, wir haben das Montagevideo also in einer Dauerschleife ablaufen haben lassen. Das große Interesse von verschiedenen Zielgruppen, was vor Ort waren und dann die Fragen, was gekommen waren, waren teilweise sehr gering oder für uns sehr wieder interessant, okay, wo können wir uns zukünftig noch verbessern oder was wären Produktvorschläge, was noch machbar wäre. Mhm. Und, ja, danke Mike. Vielleicht können wir jetzt kurz noch aufs Verkaufsvideo eingehen. Ja. Was waren da so die strategischen Gedanken dahinter? Also das Verkaufsvideo, das war eines der wichtigsten Punkte, was mich sehr beschäftigt hat. Das war, ich habe die langjährige Erfahrung in dieser Branche, aber wie bringt man das kurz und knapp und auf den Punkt, was wir für Vorteile haben?
Und da, wir haben auch gemeinsam mit euch einen klassischen Plan erarbeitet. Was sind die USPs? Was sind die Vorteile? Also sprich 25% mehr Arbeitsersparnis in der Montage plus Materialersparnis. Und das sind zwei wichtige Punkte, was wir da ausgearbeitet haben aus dem Video. Und dann natürlich einer der größten Punkte, dass die komplette Last, was aufs Dach kommt, also von oben drauf auf das Dach, dass das alles in dem Dachstuhl eben verteilt wird. Und wir, was nur ein großer Vorteil war, nicht wie die herkömmlichen Montagen sind, auf den Sporn gehen müssen, sondern eben auf die Traglattung. Mhm. Und einer der wesentlichen Punkte ist, es gibt die ÖNORM M7778, also die Montagenormen für die PV-Planung und Umsetzung. Diese ist gerade in Überarbeitung und wird circa im Dezember heute dieses Jahr kommen. War ein großes Thema, war Schneeflut, was wir natürlich erfüllen mit unseren Sachen, was einfach zu montieren ist vor Ort. Und natürlich durch dieses Verkaufsvideo bringen wir sämtliche USPs mit unserem Produkt alles genau auf den Punkt. Und der Kunde, ob das jetzt Dachdecker oder Solateur ist oder Architekten oder Bauträger, so also alle, die was in der PV-Planung damit zu tun haben, wissen eben ganz genau mit dem Produkt von der BFE, das kann man normkonform 1:1 umsetzen. Das freut mich zu hören. Lass uns vielleicht jetzt kurz darüber sprechen, wie seid ihr eigentlich auf uns gestoßen? Was waren die Gründe, warum ihr mit uns die Zusammenarbeit gesucht habt? Was hat euch besonders gut an unserer Zusammenarbeit gefallen? Erzähl ein bisschen aus dem Nähkästchen, bitte. Also unser Gründer von der BFE, der Johann Bruckner und ich, haben wir schon eine langjährige Freundschaft und Geschäftsbeziehung über 24 Jahre und wir haben uns da letztes Jahr mal auf dem Café getroffen und da hat er mir eben das Produkt eben vorgestellt. Ne? Hat gesagt, hey, was hältst du davon? Kannst du das vorstellen? Wie kommt man das umsetzen? Was sind deine Ideen im Bereich Vertrieb, Sales, Management? Die speziellen Zielgruppen, was sind da die Anforderungen? Und auf der anderen Seite seine Ideen, was er tagtäglich in der Praxis erlebt, also dass die Ziegel brechen, Schneeschutzprobleme und etc. etc. Ich habe dann zu ihm gesagt, du, wenn wir sowas machen und umsetzen wollen, dann brauchen wir ein Unternehmen, was das Ganze visualisieren kann, weil eben 90% der Leute sind im Visuell und können sie das einbringen. Und überhaupt, wir leben im digitalen Zeitalter und jeder schaut ins YouTube oder in Social Media Kanäle und sieht das und klickt kurz drauf und schaut sich das an und muss das verstehen. Und das war unser gemeinsamer Punkt von der technischen Seite her und von der Sales-Seite her, das Ganze so umzusetzen. Der Johann Bruckner hat eben an Alexander Kirchgaster gekannt vor euch, hat gesagt, hey, bei dem habe ich das Dach gedeckt, ich weiß, dass der das macht und umsetzen kann. Dann haben wir einmal einen gemeinsamen Termin gemacht in Radstadt, haben uns da dann zusammengesetzt, haben einmal ein klassisches Mindmap gemacht, haben das Ganze dann visualisiert mit euch und haben eben da mal die ersten Schritte eben besprochen. Das Ganze, kann ich nur sagen, war von Anfang an sehr strukturiert, sehr, sehr gut erklärt und was mich besonders freut, weil unser System ja sogar mit technisch schon hochwertig ist und erklärungsbedürftig, das Verständnis eben und das Lösungsorientierte von eurer Seite. Danke für das Feedback. Was mich da noch interessieren würde, Mike, wie aufwendig war denn dieser Prozess für euch? Wir haben natürlich da einen standardisierten Produktionsprozess. Ist das neben einem Business locker nebenher gegangen? Kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Zeit das für dich in Anspruch genommen hat, uns zu briefen, uns eben die ganzen Informationen bereitzustellen? Also das war von unserer Seite ja kurz und schmerzlos und wir haben das ziemlich schnell mit Alex umgesetzt. Super, das heißt, es ist neben einem operativen Tagesgeschäft locker einhergegangen. Richtig, ja. Ja, super. Können wir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen über die Resultate sprechen? Es ist natürlich ein Invest in zwei Videos. Man hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Erzähl mal ein bisschen über den Impact, über die Ergebnisse.
beim Montagevideo. Geht es euch jetzt bei der Schulung? Welche wirklich nennenswerte Verbesserungen hast du schon feststellen können? Mhm. Beim Montagevideo, wie eingehend ja schon gesagt habe, wir haben fast gar keine Fragen mehr. Seitens aller Zielgruppen. Ein paar Kleinigkeiten, was jetzt einmal so materialmäßig betrifft, hat so Teilkomponenten. Das haben wir natürlich auch mit eurer Hilfe sehr super gelöst, wo wir eben jetzt das Ganze, die Komponenten nur 3D visualisiert haben und das auf unsere Homepage gegeben haben. Das waren die Fragen von den Zielgruppen, aber das war schon das Einzige. Und ja, es macht einfach Spaß, wenn man ein fixfertiges Montagevideo hat, was auf Rochester gut ankommen, wo er jetzt sehr viel unterwegs war und wo jeder ganz genau weiß, okay, um was das geht. Super. Wie geht es euch mit dem Verkaufsvideo? Gibt es da schon nennenswerte KPIs, die du uns verraten kannst? Also beim Montage, beim Verkaufsvideo, das haben wir jetzt seit kurzem erhalten, da habe ich jetzt über 55 Leads generieren können, reines über LinkedIn. Spannend. Was top ist, der Zugriff auf unserer Webseite hat sich verdreifacht für diese Sachen. Und was mich persönlich gefreut, die ganzen Rochus, wo wir unterwegs waren, bei unseren Kunden und Partnern, die haben das auf ihre Homepage gegeben und haben das geteilt. Und allein aus diesen Rochus haben wir schon über 75 Anfragen generieren können und haben dann daraus 55 Angebote erstellen können. Und hoffen jetzt natürlich, dass wir eben dann die Aufträge erhalten. Also absolut top ankommen, dieses Verkaufsvideo. Und das in der kurzen Zeit, das ist schon imposant. Das heißt, Tendenz ist, du hast zu erkennen, dass es einmal in die richtige Richtung geht, oder? Absolut, Klaus. Und was mich bestätigt und auch in Johann Gottner bestätigt, dass wir absolut mit der Entscheidung, mit dem Montagevideo und mit dem Verkaufsvideo die richtige Entscheidung getroffen, um gemeinsam mit euch das umzusetzen. Ja, super, das freut mich, Mike. Also einen sehr großen Mehrwert, Klaus, sehe ich in die 3D-Videos, das ist auf die Social-Media-Plattformen, also durch die Visualisierung eben, haben wir einen sehr hohen Content erzielt. Und auch ein großer Vorteil ist, du kannst dir aus den Videosequenzen, ob das jetzt im Verkaufsvideo ist oder im Montagevideo, ja, gewisse Sequenzen rausschneiden und kannst es wieder in die Social-Media-Kanäle posten, was uns natürlich auch wieder zu mehr Leads und zu mehr Traffic führt auf unserer Website und generell. Und das ist halt ein gewaltiger Vorteil, wo ich nur jedem weiterempfehlen kann, das Ganze zu nutzen in der 3D-Visualisierung eben mit Videos. Ja, und das relativiert am Ende des Tages auch das Invest. Richtig, ja. Jetzt abschließend noch eine spannende Frage. Es gibt ja einen sehr starken Mitbewerb. Es gibt sehr viele 3D-Animationsstudios. Was zeichnet uns besonders aus? Was euch besonders auszeichnet, ist einmal, sagen wir mal, das sind die handelnden Personen. Das bist du, Klaus, und eben der Alex Kirchgassner. Und der große Vorteil ist das technische Verständnis, die strukturierte Arbeiten und auch das Verständnis für den Menschen. Also man muss das schon auch verstehen, okay, es ist sehr technisch bei uns. Der Johann Bruckner hat das entwickelt und der bringt es natürlich in seiner Sprache ganz anders rüber, so wie ich jetzt auch als Mike Unterweger, was im Sales and Management unterwegs ist. Und das ist einer der großen Vorteile und Stärken, was in Wiesburg hat, das Ganze in kurzer Zeit umzusetzen und auf den Punkt zu bringen. Und das Ganze dann auch noch zu visualisieren, dass das jeden von den Parteien, also wir oder eben Johnny Bruckner, eben komplett klar war. Und das ist einer der größten Vorteile, was ihr habt, weil ihr aber schon in der Vergangenheit mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet, wo das nicht umgesetzt worden ist und das Verständnis und auch das in der kurzen Zeit umzusetzen einfach nicht funktioniert hat. Und cool. Nur mein Bruder. Das höre ich natürlich sehr gern. Was absolut für mich ein absolutes Highlight war, das war einfach das Fotorealistische, die Realisierung. Also von meiner Seite aus und auch vom Johann Brocken aus, wir haben sie direkt vorstellen können, wie du jetzt am Dach stehen und das Ganze umzusetzen und das Ganze schneiden und das komplette, sage ich mal, das Montagevideo Schritt für Schritt vor Ort das Ganze durchzugehen. Und das ist eben durch die fotorealistische Realisierung eben wirklich top. Ja, das
das freut mich, wenn ich so ein Feedback bekomme, weil das ist natürlich auch unser Qualitätsanspruch, den wir haben, und da versuchen wir natürlich auch immer, das perfekte Ergebnis abzuliefern. Ja, Mike, ich glaube, wir kommen langsam dem Ende zu. Vielleicht abschließend noch, was du dir vorstellen, uns weiter zu empfehlen? Selbstverständlich kann ich nur jedem empfehlen. Ihr könnt mir jederzeit anrufen oder über LinkedIn mit mir Kontakt aufnehmen. Ich kann euch erklären, nur intensivere Sachen, was ihr wissen wollt. Und ich kann mir nur weiterempfehlen. Und ich freue mich schon auf unsere nächsten Projekte, was anstehen. Ja, vielen Dank, Mike, für die heutige Session. Wir bleiben sowieso in Kontakt und hören uns sehr bald wieder. Danke dir. Danke dir, ich wünsche dir was. Tschüss, mach's gut. Ciao, Mike.